Bla bla blubber blubber Fasel Fasel. Bla bla blubber blubber Fasel Fasel. Das Spiel läuft noch. 2 Sekunden schon. Die Grafik geht ein bisschen langsam nach. Du hast sie tatsächlich geöffnet. Ja. Aber jetzt für einen guten Tag. Hallo. Nee, für einen guten Tag hier mit Freundin. Du hast es geschafft. Du hast die Tür geöffnet. Mein Gott, ich hatte schon geglaubt, dass das überhaupt nicht möglich ist. Ich muss mein Mikro zurechtrücken und bla und das Handy stumm schalten und ich bin voll nicht vorbereitet. Es funktioniert, oh mein Gott. Ich hab's geschafft, die in hier umzuschreiben. Bis gleich. Ohne deine Hilfe hätte ich nie geschafft. Nein, du hast mich nicht gebraucht. Wenn einer da draußen überleben kann, dann bist du es. Wieso hat die mit 19 so graue Haare? Es ist verlockend, aber mein Zuhause ist hier. Die Vault braucht mich mehr als du. Ich bin die Einzige, die meinem Vater zur Vernunft bringen kann. Hör mal, falls du deinen Papa wirklich finden solltest, dann sag ihm, dass es mir leid tut. Du weißt schon, wegen Jonas und meinem Vater und allem. Ich wusste, dass du früher oder später auftauchen würdest. Na, reicht's schon? Warte, keine unnötigen Opfer jetzt noch. Auf Wiedersehen, Paul. Keine Bewegung. Ist mir egal, was der Aufseher sagt. Stehen bleiben im Namen des Aufsehers. Tja. Jetzt habe ich dich. Das traut ihr euch nicht, hä? Schnell, ich Tür zu. Ich habe geschafft. Ich meine, das habe ich im Let's Play bis jetzt noch gar nicht. Da ist er ja. Keine ich Bewegung. Richtig in den Rücken und la. Und ich habe im Hintergrund eigentlich noch WoW offen. Jetzt habe ich. Ich gehe da nicht raus. Ist mir egal, was der Aufseher sagt. Ja, Feiglinge. Schnell, Tür zu. Ich wusste, dass du früher oder später auftauchst. Ich schließe die Tür und. Nee, und? Ich bin nicht so verrückt, da rauszugehen. Tja, ich schon. Ich weiß auch gar nicht, ob. Die 101 verschließt sich. Schon wieder. Bin auch gar nicht sicher, ob. Was uns da draußen wohl erwarten wird. Einfach drauf los. Name bearbeiten. Nee, ich glaube, ich heiße immer noch Kuma. Geschlecht bearbeiten. Kurz vorm Ausgang nochmal. Okay, ich bin bereit. Los geht's. Wieso? Okay, jetzt habe ich gerade 20. Im Ladebildschirm. Aber sonst. Geknackte Schlösser, gelesene Bücher. Au! Oh. Oh. Meine Augen! Amata ist bewusstlos? Wieso ist Amata? Amata! Aber. Erfolg freigeschaltet, Flucht. Ja, ich habe mich angemeldet, um automatisch zu updaten und dies und das. Und wir haben Level Up. Jetzt muss ich dich hinsetzen und alles hier. Ich bin raufgeschmissen, kam gerade aus der Dusche, jetzt will meine Freundin duschen gehen und bin gerade total so. Ich kurz davor habe ich die Ini geändert und dachte mir, ach komm, das wird irgendwann irgendwie, irgendwo. Und bla. Was habe ich denn? Sprengstoff? Brauche ich gleich hinten? Habe ich nur. Kleine Waffen und reparieren. 32. Wissenschaft. Das hat's gebracht. So, was nehmen wir? Dieb, heller Kopf. Mehr XP brauche ich nicht. Das ist so. Nee. Fallout 3 kriegt man sowieso genug.
intensives Training, damit kann ich nochmal Stärke und Glück und Stuff verbessern. Lady Killer, kann ich Frauen irgendwie besser überreden? Ich bin gerade erst aufgewacht, okay, ich bin gerade erst aufgewacht, aber ich bin vor einer Stunde erst aufgewacht und ich habe extrem fest heute Nacht irgendwie geschlafen, dass ich... Was habe ich genommen? Vatersöhnchen. Gib mir 5 Wissenschaft und 5 Reparieren. So. Ich wollte noch den Spruch bringen, ich freue mich schon auf die Außenwelt. Ich habe es in Büchern gelesen, die... grünen, saftigen Wiesen, die wallenden Bäume und den Spruch wollte ich bringen, wenn ich rausgehe, aber ich hab's vergessen. Staubig. Ich muss den Bildschirm noch so weit nach vorne geschieben. Der ist von gestern Abend noch so weit nach vorne gezogen, weil ich Filme gucke immer abends und total unvorbereitet. Ich habe nicht mal einen Timer gestellt. Wo ist mein Handy eigentlich? Mein Handy ist sogar aus. Nee. So, als erstes müssen wir nach Megatron. Wurde uns, glaube ich, auch als Quest gegeben. Jojo. Mein Handy gerade angeschaltet, nicht wundern. Aufgaben. Er tritt in seine Fußstapfen. Im nahegelegenen Ort Megatron nach Informationen über Papa suchen. Okay. Nee. Oh, Passwort, ich kann meinen neuen Zuschauern jetzt schnell mein Passwort in mein Handy sagen. So, das war's. So, Menü. Uhr. Mein Handy ist gerade erst aufgewacht, darum muss er ein bisschen... Start, okay, los geht's. Gut, ich bin jetzt voll da. Und lauf voll mit vollem Bewusstsein gegen Stein. Ich dachte mir einfach, dieser Stein, der steht da so einsam und braucht auch eine Umarmung. Schon wieder so lange her, dass ich Fallout gespielt habe, 2 Wochen. Dass ich es versucht habe. Und anscheinend stürzt es auch nicht ab. Wehe, Handy, wenn du jetzt die ganze Zeit... Hoffentlich stürzt es nicht ab. Nein, mein Handy meldet sich hier. Mit in Ordner öffnen, in Dingens öffnen und... Jetzt ist mein Fallout abgestürzt. Ich wollte gerade WoW sagen. Ich habe 2 Sekunden, bis gleich. So, ich habe schon 8 Minuten, 30 Sekunden. Und das Spiel ist abgestürzt, weil ich mein Handy angeschlossen habe. Nee. Aber jetzt haben wir noch 22 Minuten vor uns und... Was wollte ich nehmen? Was habe ich genommen? Wissenschaft. So, damit ich später besser die PCs hacken kann, weil das ist echt sonst zu... Blablabla. Und Vatersöhnchen, weil ich später besser die PCs hacken kann. Weil das geht einfach auf die Nerven, wenn da 3 Milliarden Möglichkeiten ist und man muss eine aus diesen raussuchen. Und hat nur 4 Chancen. Wenn man dann dieses, wenn man Wissenschaft hochskillt, hat man nur 5 Möglichkeiten und 4 Chancen hat. Und man dann dazwischen diese Zwischenklammern raussucht, voll das Secret. Oh, Galaxianius Radio. Können wir aber nicht hören, weil erstens ist es lizenziert und zweitens das Radio ist ein bisschen kaputt. Weiß ich jetzt schon. Ihr hört Galaxianius Radio. Ja, ist eingeschränkt, weil... Kommt später. Oh Mann. Hallo. Na? Nee. Ich hab dich lieb. So, und wie schon gesagt, wir müssen auf Megatron. Haben gerade den halben Weg verloren, aber die eine Hälfte des Weges bin ich sowieso nur gegen Steine gelaufen und habe auf mein Handy gestarrt. Sorry wegen den ersten 8 Minuten 30 Sekunden.
Ich war voll verwundert, es waren genau 8. Egal. Ja. So, anscheinend noch keine Gegner. Bis jetzt. Nee. Wird auch, glaube ich, keiner auftauchen, außer diese Ameise, die da tot auf dem Boden liegt. Ich muss irgendwas mit meiner Maus machen hier, weil ich sie. Oh ja. Zum Glück habe ich mich jetzt während des Abschlusses ein bisschen vorbereitet. Ich habe immer so aus dem Kühlschrank geholt, ja. Aber das ist auch Vorbereitung. So, jetzt hängt die Maus auch nicht mehr immer am Mikro fest. Riesenameisen. Ich könnte auch mein Headset dran machen. Ich bin total unvorbereitet. Gut, ich habe auch seit 2 Wochen nichts mehr aufgenommen gehabt. Außer der Arena-Fight, der heute kommt. So, Headset dran, alles cool. Los geht's, Kuma. Willkommen in Megaton. Die Bombe ist vollkommen sicher. Versprochen. Immer hereinspaziert. Einen angenehmen Aufenthalt. Brauchen Sie was zu essen? Gehen Sie. Ich habe keine Mausfreiheit. Das Mikro steht immer noch so komisch. Sein. Noch ein Neuling. Lucas Sims. Mein Name ist Lucas Sims. Bin der Sheriff der Stadt und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Irgendwas sagt mir, dass sie okay sind. Willkommen in Megaton. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Bescheid. Schöner Hut. Das ist eine schöne Stadt, Sheriff. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie sind freundlich und haben Manieren. Wir werden gut miteinander klarkommen. Sie behandeln die Leute gut und dürfen bleiben, solange sie wollen. Ganz sicher. Moment, Monster öffnen. Was? Okay, Nachricht erhalten. Sie machen mir keine Angst. Freut mich, dass wir uns verstehen. Netzwerk. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche meinen Vater, aber du hast ihn bestimmt nicht gesehen. Er ist in seinen besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich muss hier so viele Brände löschen, dass ich mir nicht jeden Besucher merken kann. Ich würde mich mal in der Stadt umhören. Weg beschreiben. Reden wir über diese Bombe. Falls ihr euch fragt, welche Bombe. Hinter dem Typen ist eine Bombe. Was gibt's da zu reden? Naja, halt. Es ist... Werdet ihr gleich sehen. Glauben Sie nicht, dass jemand das Ding entschärfen sollte? Ich glaube kaum, dass einer der Ansässigen dazu imstande wäre. Außerdem merken die meisten Leute gar nicht, dass die Bombe eine Bedrohung darstellt. Und zur Hölle. Cromwell und diese Verrückten von der Kirche des Atoms verehren das verdammte Ding. Warum? Wissen Sie etwa, wie man das Ding entschärft? Ein für alle Mal? Vielleicht. Ich kann mich darum kümmern, die Bombe zu entschärfen. Ah, in Ordnung. Aber hören Sie, sehen Sie sich's erstmal an. Ganz unverbindlich. Wenn Sie den Auftrag ausführen, sind 100 Kronkorken für Sie drin. Habe ich Sprache geskillt? Sprache 9%. Hundert Kronkorken, okay. Ich versuch's gar nicht. Großartig. Dann tun Sie, was in Ihrer Macht steht. Aber seien Sie vorsichtig. Nee. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Jojo, Ihnen auch. Und da vorne ist schon die Bombe. Ich bin nicht sicher, warum die in der Mitte die... Ja? Stadt wurde um die Bombe herumgebaut und ein paar verehren diese Bombe und... Bla 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 bla. Bevor ich... Wie kann ich so? War schon richtig. Er kann ja. So, ich auch. Wer sieht mich denn? Erstmal. Ist der Bauer. Diesmal gibt es keinen Ausweg. Ich hab nichts gemacht.
alles cool. Und trinkt das Wasser des Leuchtens. Denn diese alte Kriegswaffe. Das sind die Kühe hier in Fallout 3, die haben zwei Köpfe, weil sie fleischig sind. Ist das so? Wow, was war das? Ich glaube, der wird sich beschweren und wird, glaube ich, anfangen. Schenkt dem Fluchen, Atom eure Körper, meine Freunde. Die Bombe scheint inaktiv zu sein. Bombe detonationsbereit machen. Gebt euch seiner Macht hin. Fühlt es, seinen Glanz. Stopp. Und lasset euch teilen. Noch nicht. Es wird keine Tränen. Aber ich will mir Gott überhaupt nicht springen. Ich mag nicht. Ich kann. Könnte. Ich werde erstmal zu Moriartys gehen. Und nach Informationen über meinen Dad suchen. Vielleicht sind ja ein paar nette Leute, die man so trifft. Mal richtig in dieser Stadt verlaufen, wie das auch Umwege gelaufen, weil nee, aber schon richtig. Oh, ich hab noch. Okay, gut, 50 FPS wieder. Ich muss aufhören, Ladebildschirm drauf zu machen. Mach schon, du Schrottteil! Jeden Tag derselbe Mist. Gob, ich sagte doch, dass es nicht das Radio ist. Der Empfang des Radiosenders der Enklave ist okay. Aber das Signal von Galaxy News ist schlecht. Verdammte Scheiße! Moment, ist das... Verdammt! Verdammtes Radio! Warum funktionierst du nicht? Jetzt funktionier! Nun mach schon! Funktionier! Soll ich jetzt was bringen oder braucht hier jemand nur eine Tracht Prügel? Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte. Guten Tag. Freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Und Sie? Naja, Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt Ihren Marktwert steigen. Mr. Burke, nicht wahr? Nun weiter, ich bin entzückt. Endlich jemand, der seine Bürgerpflicht ernst nimmt und einen gesunden Menschenverstand besitzt. Ich vertrete bestimmte Interessengruppen. Und diese Interessengruppen sehen diese Stadt Megaton als Pestbeule in der urbanen Landschaft. Sie haben hier keinerlei Wurzeln, kein Interesse am Schicksal dieser Jauchegrube. Helfen Sie uns, den kleinen Schandfleck von der Karte zu entfernen. Moment, Sie haben vor, die Stadt zu zerstören? Nein, nein. Ich bin nur der Anwerber. Sie werden den ganzen Spaß haben. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung. Wenn sie an der Bombe angebracht ist, können Sie sie von einem sicheren Ort aus... hochjagen. Leichtes Geld für Sie. Gut. 500 Kronkorken zusätzlich zum Basispreis, wenn Megaton eine Ruine ist. Hier ist die Fusionsimpulsladung. Platzieren Sie sie in der Bombe. Sobald alles erledigt ist, treffen wir uns am Tenpenny Tower, südwestlich von hier. Dort ist es sicher, kann man gar nicht verfehlen. Fragen? Nein. Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten. Okay. Also ich könnte jetzt die Stadt sprengen, die ist da. Ansehen ist gratis. Nee. Alles andere kostet was. Nee, du machst die Stadt hier viel. Hallo, Nova. Hallo, Schätzchen. Auf Durchreise, wie? Ich kenne Sie nicht. Sind Sie neu in der Stadt? Ja, so ziemlich. Das geht so falsch.
Genau, ich bin auf der Suche nach Beschäftigung. Ich hoffe, Sie meinen damit eine Arbeit, sonst sollten Sie sich mit Nova unterhalten. Ich suche jemanden, der eine Lieferung für mich erledigt. Sind Sie interessiert? Klar, warum nicht? Prima! Bringen Sie bitte meiner Familie in der Siedlung Arafu diese Nachricht. Ich habe seit Monaten nichts von Ihnen gehört und mache mir Sorgen. Sobald Sie dort ankommen, reden Sie bitte mit Davis West. Er wird Sie gerne für die Reise bezahlen. Davis, ja. Das habe ich im Stream auch schon gemacht. Ich danke Ihnen nochmals dafür, dass Sie das für mich getan haben. Das bedeutet mir sehr viel. Die Zuschauer, die da mitgeschaut haben, also Mogi, weiß Bescheid. Ansehen ist gratis. Alles andere kostet was. Schau mich nicht so an. Was geht ab? Hi. Darf's ein Drink sein? Hier ist genau der richtige Ort dafür. Darf's ein Drink sein? Hier ist genau der richtige Ort dafür. Sieht toll aus. Hey, Glatthaut, brauchen Sie was? Vielleicht ein Drink? Was anderes? Irgendwas? Wie, verdammt, was bist du denn? Klappe, cool, gehört mich nicht so an. Gut, lass mich einen Moment drüber nachdenken. Moment mal. Sie werden mich nicht schlagen? Mich anbrüllen? Noch nicht mal ein bisschen beschimpfen? Ach was, warum denn? Bist du Witze? Ich? Halt den Rand, cool. Oder ich zieh... Das hat sich eigentlich nicht vor. Ach nee, was für eine Überraschung. Ich bin's gewöhnt, von jeder verdammten Glatthaut dieser Stadt verarscht zu werden, weil ich wie eine Leiche aussehe. Freut mich zu sehen, dass es hier auch noch ein paar interessante Leute gibt. Hören Sie zu. Moriarty würde mir den Kopf abreißen, wenn er mich mit Billigpreisen erwischen würde. Aber für Sie riskiere ich's. Jojo, danke. Und ich habe Karma dazu gewonnen. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Oh ja, an so jemanden erinnere ich mich. Ehrlich gesagt halte ich mich normalerweise im Hintergrund, bekomme häufig eins drauf, wenn ich Kunden anstarre. Aber sprechen Sie mal mit Moriarty. Gott, bitte, wenn Sie irgendwas über meinen Vater weiß, sag es mir. Tut mir leid, Glatthaut. Das Risiko kann ich nicht auf mich nehmen. Moriarty schlägt mich tot, wenn ich auch nur mit Ihnen rede. Ich hätte Sprache skillen sollen. Hätte. Soll ich jetzt was bringen oder braucht hier jemand nur eine Tracht Prügel? Prügel? Ich würde mir sagen, am liebsten töten, aber... Colin Moriarty, zu Ihren Diensten. Willkommen im Moriartys. Meine Kneipe, mein Zuhause, mein kleines Stückchen Himmel in dieser verdammten Stadt. Wenn Sie die Kronkorken haben, sorge ich dafür, dass Sie Spaß haben. Setzen Sie sich, machen Sie sich's bequem. Ihre Sorgen sind jetzt Vergangenheit. Ich suche meinen Vater. Er ist im besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen. Und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Kleiner. Ach, der war da. Ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Wie? Mein Vater und ich wurden in der Vault 101 geboren. Alles Lügen, die Vault ist schon seit 200 Jahren verschlossen. Ich möchte einfach nur meinen Vater finden. Wo steckt er? Wenn jemand bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, lege ich gern die Karten auf den Tisch. Ihr Papa war hier und jetzt ist er es nicht mehr und ich weiß, wo er hin ist. Aber Sie verlangen da Infos, und Infos sind Handelsware. Sagen wir 100 Kronkorken und Sie wissen, wo Ihr Papa ist. Sehr günstig. Ich habe keine 100 Kronkorken. Habe ich 100 Kronkorken? Okay, ich helfe Ihnen. Der guten alten Zeit wegen. Wenn Sie nicht genug Kronkorken haben, um für diese Information zu zahlen, können Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Die Decksarbeit erledigen. Wer hat was von schmutziger Arbeit gesagt? Sie brauchen Kronkorken und ich verrate Ihnen, wie Sie welche bekommen können. Das nennt man ein Geschäft. Diese Junkie-Schlampe Silver borgte sich massig Kronkorken von mir. Sie behauptete, mich billig mit Jet und Psycho versorgen zu können. Das Problem ist, dass sie sich mit dem Zeug aus dem Staub gemacht hat,
und ihre Zelte in Springvale aufgeschlagen hat, um sich zuzudröhnen. Wenn Sie die Kronkorken holen, die sie mir schuldet, gehören sie Ihnen. Sie werden mich mit diesen Kronkorken sowieso bezahlen. Ich kann kaum unser nächstes Treffen erwarten. Oh, ich auch nicht. Super Tag heute, was? Oh, ja. Wie steht's denn mit meinem Karma? Ich bin gut. Und das ist auch gut so. Glanz. Teile jedes Teilchen und bringe diesem verrotteten Fleische Erlösung. Hallo. Haben Sie nur scherzweise darüber gesprochen, das Ding zu entschärfen? Zu halb. Mach ich doch. So, wer möchte, dass ich in die Nachbarstadt gehe, wo nur ein Haus steht und das Geld von diesem seiner Ex-Prostituierten hole? So gesehen, um es genau zu sagen. Ja. Kronkorken 0. Ja, passt. Reicht. Das ist ein Enklave-Automat. Enklave-Automat. Enklave-Radio. Und das ist ein Coca-Cola-Automat. Nein. Die Enklave ist böse und Fall auch. Ach. Ich muss mich einmal treffen. Hat er nichts gedroppt? Nö. Nee. Eine Schule und die ist voller Raider, aber da gehe ich doch nicht rein mit dieser Waffe, wäre ein bisschen nicht so cool. Hier müsste die alles gehen, hoffe ich, glaube ich. Dieses Enklave-Radio. Wer zum Teufel sind Sie denn? Woher sind Sie gekommen? Hat Moriarty Sie geschickt? Ja, und er sagt, Sie schulden Ihnen noch ein paar Kronkorken. Dieser Mistkerl! Er ist ein Lügner! Er will nur, dass ich sterbe! Diese Kronkorken gehören alle mir! Ich habe sie mir verdient! Oh, wenn Sie es sagen. Geben Sie mir einfach die Kronkorken und ich sage Ihnen, dass sie weg sind. Ich habe es satt, mich wie ein ödler Kojote hier draußen zu verstecken. Ich glaube, das wäre das Vernünftigste. Hier, das ist alles, was ich habe. Bitte lassen Sie mich jetzt allein. Ich habe eine Kronkorken. Weißt du was? Ich hasse Lügner. Das ist so... Ja. Ich will die Hälfte Karma verlieren, aber... Oh, ich hab Karma verloren, schön. Oh, eine Kronkorken. Ein paar Drogen, bla bla bla. Dann Klamotten kann ich mal anbehalten. So, Hier spricht Präsident Eden. Er hat Schild und er hat uns geraten. Ich will jetzt zwar Karma, aber meh. Wein, Whisky, mach ich nicht. Weil ich zu viel Karma verliere. Ich meine, ich bin immer noch, oder? Warte. Immer noch gut, passt schon. Muss ja auch übertreiben. Oh, Toaster. Böse. Was? Mehr. Okay. Na, Entschuldigung. Und zurück nach Megatron. Was mache ich jetzt mit der Karte? Megatron, schnell reisen, jo, mach mal.
Ich könnte die Bombe jetzt einbauen und es euch zeigen und dann zurückreisen schnell und hinreisen, die Bombe sprengen und dann alles. Und jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden. In der nächsten Folge. Jedes Ohr soll ertauben, um den Donner seiner Stimme zu hören. Und euch jetzt ein Spezialvideo zusammenschneiden und dies und das, damit ihr die Explosion sehen könnt. Aber nee. Schaut's bei ein Quantum Pro, der hat die Bombe gesprengt. Aber sonst ich könnte es nicht übers Herz bringen. Auch wenn ich das Spielstand lade, okay, ich könnte schon, aber. Obwohl, ich habe keine Ahnung, wie das mit alternativen Videos geht. Und wieso laufe ich schon wieder diesen Umweg? Hat noch 36 Sekunden Zeit und laufe so einen Umweg. Oh, dieses Enklave-Radio. Ich muss die Enklave vernichten. Aber erst in ein paar Folgen später. Hintertür von Moriarty, da komme ich aber nicht rein. 6, 5, 4, 3. Ja, zurücksetzen. Gut, überziehe ich 2 Sekunden. Na gut. Keine Angst, Kinder kann man nicht töten im Game. So, und hier an dieser Stelle beende ich mal die Aufnahme. Ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Okay.